Ich will mit TrueCrypt einen verschlüsselten Bereich erstellen. Und zwar hier auf meinem Schreibtisch. Ich sage da mal Create Volume. Jawohl, create einen Encrypted File Container. Tipptopp, das will ich. Standard. Tipptopp, Next. Ich kann sagen, wo kommt die Datei hin? Ich will sie auf meinem Schreibtisch haben und die soll heißen topsecret.tc. Als Suffix gebe ich tc ein für TrueCrypt. Da ist es. Ich kann einen Verschlüsselungsalgorithmus auswählen. Ich nehme den erstbesten. Das ist tipptopp. Die Größe der Datei. Ich sage mal 1 GB. Das reicht für meine Taten. Ich gebe ein Kennwort ein. Meines ist ein bisschen kurz, nur mit 6 Zeichen. Die richtigen Dateien sollten ein bisschen besser verschlüsselt werden. Da kommt schon die Warnung, hey, das Passwort ist viel zu kurz. Ich mache trotzdem weiter. Ich kann wählen, was für ein Filesystem das ich habe. Ich wähle FAT, damit ich meine Dateien in diesem TrueCrypt-Container, in diesem TrueCrypt-Bereich auch auf einem Mac bearbeiten kann. Jetzt wird es formatiert. Ihr seht hier 1 GB, es formatiert eine Weile. Jetzt ist er schon fertig. Tipptopp, plopp, successful created. Und mein Volume ist jetzt hier auf dem Schreibtisch. Fertig, exit. Das ist jetzt nur eine Datei, die 1 Giga groß ist, die enthält noch gar nichts. Und jetzt kann ich sie als Netzlaufwerk einbinden auf meinem PC. Select File, da diese TrueCrypt auf dem Desktop, genau diese will ich. Also die kann ich nochmal mit Select File, könnte ich die da nochmals holen. Ich habe das schon vorhin eingegeben, das ist es, öffnen. Jetzt ist der da drin. Als Laufwerk S will ich sie einbinden. Mount. Jetzt gebe ich dein Kennwort wieder ein. Es wird erkannt, es wird eingebunden als Laufwerk S und jetzt erscheint sie hier auf meinem Computer. Das Laufwerk S, also der ganze Container, verschlüsselte Container, enthält noch keine Daten und jetzt liegt es an mir, da die Dateien zu erstellen, neue zu erstellen oder was auch immer. Holderio.doc und da kann ich ein Word-Dokument erstellen oder reinkopieren oder was ich auch immer. Wenn ich fertig gearbeitet habe mit meinen Daten, kann ich das Ganze einfach über TrueCrypt wieder dismounten, also das Laufwerk S wieder von meinem System lösen, mit einem Dismount und dann ist es weg. Wenn ich da meinen Computer wieder anschaue, habe ich kein Laufwerk S mehr. Aber die Datei ist natürlich immer noch da auf meinem Schreibtisch. Das war's. Erstellen eines TrueCrypt-Containers.